Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, welches da heißt Age of Empires. Und oha, die Einstellung ist ein bisschen schwierig. Warte mal, wo kann man das? Spieleinstellungen. Und ich habe extra auch mal eine Map ausgewählt, wo man ein bisschen mehr sieht. Und hier könnten wir direkt sogar auch einen Hafen bauen, wenn ich mich nicht irre. Bitte entschuldigt auch, wenn das nicht die beste Grafik EU West ist. Das ist quasi das erste Game, was Age of Empires prägt. Und ich brauche ein paar mehr von den Trotteln. Und ich sehe auch schon, dass ich mich hier oben auf der Ecke befinde, wenn ich hier mal die Players jetzt anmache. Oh, Genius. Hannibal. Ja, sie selbst ist halt nicht die beste Wahl, beziehungsweise ist jetzt einfach nur so vorgestellt. Wirklich ändern kann man das nicht, aber ich hoffe einfach, dass jeder weiß, dass sie selbst mich darstellt. So, ich würde sagen, wenn ich hier schon mal Stein sehe, packe ich da auch gleich mal hier so eine Lagergrube dazwischen. Natürlich kann man bisher nur ein paar Dorfbewohner ausbilden und wir können schon zur Jungsteinzeit voranschreiten. Zum Glück haben wir ja gerade so viel Food. Und wir brauchen mehr Häuser. Deswegen bauen wir die jetzt mal ganz fix. Da sind wir auch schon im nächsten Zeitalter, nämlich der Jungsteinzeit. Und können dementsprechend natürlich neue Sachen bauen, nämlich zum Beispiel die Kaserne hier. Ich weiß übrigens nicht, wie lange jetzt die Facecam hier läuft. Ich habe jetzt bisher 5 Minuten aufgenommen und heute Vormittag nochmal ein bisschen Speicher freigelegt. Ich hoffe aber trotzdem, dass das funktioniert. Wenn nicht, fällt sie halt zwischendurch aus. Und dann war es das. Mit Facecam. Das Interessante ist, beim Kornspeicher entwickeln sich die Sachen ziemlich, ziemlich schnell. Was halt Steinwall und Außenposten angeht. So, dann lass uns mal hier unsere Knüppelschläger zu Streitaxtkämpfern entwickeln. Und lasst mal ein Türmchen bauen. Erstmal gucken wir hier lang, dass wir da ein bisschen Platz haben. Der ist halt immer noch lahmarschig as fuck. Aber soweit ich weiß, können wir das beim Marktplatz auch nochmal regulieren, indem wir das Rad erfinden. Und damit sind unsere Einheiten und generell unsere Leute ein bisschen fixer unterwegs. So, dann bauen wir hier mal ein Türmchen hin. Da vorne bauen wir auch noch einen. Wir brauchen natürlich instant erstmal neue Dorfbewohner, beziehungsweise viel mehr. Wir haben bisher 6 Einwohner von insgesamt 16. Den schicken wir mal hier drüben hin. Alter, sind die lahmarschig, Alter. Ich hoffe, dass man bald mit Firmen fertig. Der ist gerade bei der Hälfte. Na gut, das kann natürlich noch ein bisschen dauern. Bitte nicht aufregen, wenn die Sound, wenn die Musik im Hintergrund nicht da ist. Ich füge die natürlich nachher noch ein. Wir müssen natürlich aufpassen. Hier können zwischendurch, ich weiß nicht, ob das auch stimmt, mal irgendwelche Boote vorbeikommen mit ihren bescheuerten Leuten und uns angreifen. Ist mir zumindest oft passiert und ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Werden wir natürlich gucken. Hier haben wir natürlich mehr Aussichten jetzt damit. Und ich würde sagen, wir bauen hier noch einen Turm hin. Richtig schön in der Mitte. Bevor du das baust, möchte ich gerne noch den Marktplatz von dir haben. Gebaut haben, so rum. Natürlich ist es jetzt ein bisschen eng gelegt, weil ich halt noch nicht so ausgekundschaftet habe in der Umgebung. Das werden wir aber ändern. Wir bauen natürlich erstmal ganz viele Dorfbewohner, um hier mal wenigstens ein bisschen die Nahrungssuche und so weiter etc. ein bisschen fortzusetzen. Natürlich wird hier alles gerade frisch gemacht. Das heißt, wir haben 2 Holzfäller, einen Sammler, einen Steinhacker und einen, der baut. Wir haben sogar eigentlich im Durchschnitt genug Leute, die gerade was machen. Deswegen würde ich sagen, wir bauen mal einen Stall und packen den hier neben. Ist zwar ein bisschen nah am Hafen, sodass er auch angegriffen werden könnte, natürlich. Ist taktisch gesehen natürlich ein bisschen unklug. Und nein, wir haben natürlich noch keinen
eine Erfindung des Rats, ist natürlich dreckig. Aber kriegen wir alles noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau, Bogenschießanlage brauchen wir auch noch. Before this, we need some writers. Gott, Alter, das Englisch. Soweit ich weiß. Leckt übrigens gerade ein bisschen, tut mir leid. Kann man. Das hier eingeben. Ich finde sowas ehrlich gesagt ein bisschen besser. Weil wirklich nur an den schwarzen Stellen, wo du nichts siehst, ja. Siehst doch wirklich nicht. Das ist, glaube ich, auch im Durchschnitt besser. Ich brauche erstmal einen Speer. Ist natürlich sehr, sehr nahrungsaufwendig und sehr, sehr kostspielig. Dementsprechend legen wir mal fix ein Feld hier an. Das sind natürlich auch wieder ein bisschen Holz. Aber ich hoffe, dass das alles passt, soweit es geht. Alter, ist das langsam. Okay. Wir haben jetzt. Was macht denn der Gelbe hier? Wir haben jetzt hier also einen Besucher. Der sitzt einfach nur rum, Alter. Genau, der hat jetzt hier, das ist nämlich ein Bauer. Der Bauer halt, ne? Unser Speer ist jetzt auch fertig, das heißt, das ist auch in Ordnung. Gut. 800 Nahrung, holy moly, das ist viel. Das ist verdammt viel. Wir schicken den hier mal rüber zum Holzhacken. Eigentlich können wir die beiden Bäume auch noch irgendwie fällen, aber gut, lassen wir mal. Wir latschen hier erstmal mit dem Speer ein bisschen um die Kurven rum, ein bisschen gucken. Wen haben wir denn hier so? Eine Rudel Löwen. Was für ein dreckiger Scheißlöwe, Alter. Piss dich doch. Alter, bist du nervig, ne? Vor allem, der hat einfach genau das gleiche Tempo drauf wie mein Reiter, ne? Stirb! Ja, sorry, ne? Das Interessante ist auch, soweit ich weiß, siehst du eigentlich alles, ja? Nur halt, wenn der Fock drin ist, beziehungsweise dieses Graue, was ihr vorher gesehen habt. Oh, hier unser Verbündeter, der Ägypter. Damit es euch mal klar ist, ich bin Grieche. Also ich glaube, das haben sicher schon einige gesehen, dass ich Grieche bin. Das ist noch so ein Scheißlöwe, Alter. Oh, und hier ist Gold. Sehr gut. Finde ich perfekt. Irgendwo hier in der Nähe werden sicherlich noch ein paar Sachen sein, die ich noch nicht gesehen habe. Und hier wäre eigentlich eine super Bucht für einen Hafen. Was kann man denn daraus machen? Ich meine, ich sehe hier einen Haufen Gazellen, die wir theoretisch später noch aufschlachten können. Also wir haben bis dato erstmal unsere gesamte Insel erkundet. Das ist gut. Natürlich werden wir in Zukunft noch ein bisschen mehr suchen wollen als bloß unsere Insel. Aber ich glaube, im Durchschnitt reicht das erstmal. Und wir schicken unseren Kollegen mal hier zurück. Währenddessen könnten wir eigentlich mit einem Erkundungsschiff hier auch mal ein bisschen umhergurken. Theoretisch. Es muss jetzt nicht sein, dass es wirklich dringend ist. So, wir haben hier den Bauern noch. Der eine, der halt noch bauen könnte. Aber bis dato habe ich erstmal eigentlich alles. Wobei, nee, ich habe hier die Bogenschießanlage, die habe ich auch noch nicht. Wir haben hier auf jeden Fall einen Haufen Zeug noch übrig. Wir haben irre viel Holz. Ich hoffe, wir verschwenden das nicht alles auf einmal. Gold haben wir auch eine Menge. Ich hoffe, dass wir daraus uns eine ordentliche Armee zusammenstellen können. Und Stein haben wir natürlich auch. Dementsprechend ist das alles gar nicht so schwierig. Wir haben jetzt übrigens 710 Stein. Wir können übrigens per Diplomatie auch so ein bisschen den anderen Leuten bisschen was zusenden. Ich sende dem hier mal ein bisschen Stein. Habe ich das eigentlich gemacht jetzt? Ja, habe ich. Wir machen mal hier den Steinabbau ein bisschen härter. Das Holz und das Goldabbau können wir uns auch gleich noch drum kümmern. Essensfarm läuft hier geschmiert. Wie viel Essen ist da eigentlich drauf? 400 oder so? I don't know. Wird aber erstmal Zeit, hier ein paar weitere Wachposten zu richten.
damit wir wenigstens mal hier ansatzweise ein bisschen geschützt vorangehen. Und sobald der hier fertig ist und der hier mit seinen Beeten durch ist, ich glaube, sobald der hier mit seinem Feld durch ist, schicke ich den hier rüber und dann wird noch ein bisschen weiter Essen gesammelt. Nahrung 800. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Und ich glaube, es wäre sogar wichtig, schon mal ein bisschen aufzurüsten. Das kostet aber auch wieder Nahrung. Alles kostet Nahrung hier. Das ist voll der... Voll die Nahrungsverschwendung. Weil du eigentlich gar nicht so viel Essen brauchst zum Studieren. Du brauchst einfach eine Brotbüchse und das war's. Ja? Deine tägliche Brotbüchse. Ich meine, wie viel... Guck mal, wie lahmartig die sich bewegen. Das Interessante ist auch... Soweit ich weiß, ungefähr alle 3 bis 5 Sekunden ist ein Jahreswechsel. Das heißt, in dem Durchschnitt, wo die 2-mal Holz hacken, sammeln die wirklich gerade mal 2 Einheiten Holz auf. Das ist ja gar nichts. Warum habe ich überhaupt einen Arbeitsrechner gekriegt? Völliger Blödsinn. Ich arbeite damit nicht, ich zocke damit. Das kann mir keiner erzählen. Da es hier aber letztendlich sowieso nicht weitergehen wird, denn die Aufnahme nimmt hier echt übelste FPS-Maße an, ich halte mal hier eben an. Soll es von dem Part auch erstmal gewesen sein, ich halte mal hier eben auch das Spiel an. Das soll es von dem Part gewesen sein, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Es ist einfach und gleichzeitig schwer, es ist natürlich gerade nicht viel passiert, es tut mir natürlich wahnsinnig leid, wenn es nicht so viel passiert ist zwischen den den Großteil habe ich sowieso rausgeschnitten. Wir sehen uns bei einem neuen Part wieder. Bis dahin, euer Nightfury und bye bye.